Wir sind eine Partei mit 130-jähriger Geschichte. Wir haben zweimal die Republik Österreich aufgebaut. Wir haben das Frauenwahlrecht eingeführt. Wir sind die Partei, die immer dann aufsteht, wenn Demokratie und Freiheit bedroht werden. Wir sind die Partei, die versucht hat, den Faschismus und den Nationalsozialismus aufzuhalten und einen hohen Blutzoll entrichtet hat. Wir sind aber auch die Partei von Bruno Kreisky, der den konservativen Mief aus diesem Land geblasen hat. Wir sind die Partei des Franz Vranitzky, der Österreich in die Europäische Union geführt hat. Wir sind die Partei der Gerechtigkeit, der Bildungschancen, der Solidarität. Wir sind die Partei derer, die sehr früh aufstehen und hart arbeiten, aber auch die Partei derer, die das vielleicht nicht können, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir sind die Partei, die als einzige in Österreich aus Scham vor dem, was sie getan haben, ihren Namen nie ändern mussten, liebe Genossen. Im Zuge des Bundesparteitags vom 15. und 16. Juni 1991 in Linz änderte die Sozialistische Partei Österreichs ihren Namen wieder zurück in Sozialdemokratische Partei Österreichs. Die SPÖ hieß bis 1934 Sozialdemokratische Arbeiterpartei und änderte im Jahr 1945 bei der Wiedergründung der Organisation ihren Namen auf Sozialistische Partei Österreichs, was unter anderem unter dem Eindruck des Einmarschs der Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg geschah. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!